Balu, ein 10-jähriger Wallach, der immer wieder gesundheitliche Probleme hat, die ein regelmäßiges Reiten seit Jahren unmöglich machen. Seine Besitzerin weiß sich nicht mehr zu helfen und hofft, dass Ariane Telgen es kann. Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Guck! Ja, wir haben wieder einen neuen Gast auf Hof Eichneck. Ich kann leider gar nichts dazu sagen, weil ich kein Kontaktformular zu ihm gefunden habe. Ich habe zwar einen Balu gefunden, aber der passt überhaupt nicht zu der Beschreibung. Wie alt ist der Balu und warum bist du hier? Knapp 10 Jahre alt. Mhm. Und wir haben immer wieder Probleme, dass er Blockaden hat. Und er hat auch eine Hufknorpelverknöcherung. Mhm. Braucht dann sowieso immer ein bisschen, um warm zu werden und der Sattel nicht passt, er steht im Moment auch sehr im Hohlkreuz immer. Das ist halt alles, lässt sich auch gar nicht aufwölben plötzlich. Ein Osteopath dran, ja. Der hat auch den Sattel vor ein paar Wochen angepasst. Okay. Ich glaube trotzdem, dass der gar nicht passt. Er ist auch sehr, sehr kurz, ne? Ja. Er tritt jetzt seit ein paar Tagen hinten immer so ins Leere zwischendurch, stolpert aber vorne. Was machst du mit ihm oder was ist dein Ziel, was ist dein Traum, warum du ihn hast? Eigentlich nur ein ganz normales Freizeitpferd, ein bisschen ausreiten, ein bisschen in der Halle mit ihm arbeiten. Wir machen auch viel Bodenarbeit. Mhm. Aber ich habe ihn jetzt 3 Jahre und ich habe noch nicht oft auf dem Pferd gesessen, weil immer irgendwas war und eigentlich bin ich totale Anfängerin, was das betrifft. Aber es ist halt dann nicht wirklich schön. Es sind immer so Phasen, wo er dann richtig gut läuft, wo ich denke, ja, wir kommen vorwärts und dann ist wieder irgendwas und ja. Okay. Was versprichst du dir denn oder was ist denn so dein Wunsch, was sich ändern soll, wo wir rangehen sollen? Hast du da eine konkrete Vorstellung? Also ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist, als würde ich an jemanden rumdoktern, der einen Bandscheibenvorfall hat. Dass da vielleicht einfach ja sowas wie eine Reha-Maßnahme. Dass er einmal, dass nicht nur jemand kommt und ihn einrenkt und sagt, ja, musst du schön longieren, vorwärts, abwärts, ausgebunden und dann stehe ich wieder alleine da. Okay. Und das ist eigentlich das größte Problem. Ich habe ja jetzt gesehen, wie er vom Anhänger gegangen ist und wie er hier hingegangen ist. Das hat er jetzt nur gemacht, weil er skeptisch war oder geht er immer so ein bisschen? Für mich sah das aus so wie so ein leichtes Rehepferd, was sich so vortastet. Ich weiß halt nicht genau, wo es hakt. Was ein bisschen was gebracht hat, war die Futterpellets, die er vorgekriegt hat. Als ich die weggelassen habe, das wird besser. Okay. Darf ich fragen, wie er steht? Steht er in der Box? Steht er in Offenstall? Er steht nachts in der Box und tagsüber draußen. Die werden und in der Box steht er dann auf Späne-Pellets oder sonstiges? Ja, im Moment wieder auf Stroh, weil es gar keinen Unterschied gebracht hat. Okay. Und das Blöde ist halt, es können alle Pferde in die Boxen rein tagsüber. Und als wir diese Pellets benutzt haben, sind alle zu ihm. War seine Box die Klobox. Das war dann nicht mehr so schön, weil die fanden das alle ganz toll und weich und angenehm. Und schien ihm gut zu gefallen. Und allen anderen auch. Warum hast du ihn gekauft? Also warum ist er jetzt dein Wegbegleiter? Ich habe ihn ja in der kleinen Reitschule auch schon geritten und mochte ihn einfach. Okay. Er ist nur durchgedreht. Auch berühren ging nicht. Fand er nicht toll beim Putzen. Hat er mal angefangen zu zittern. Und okay. Weiß man denn, wo er herkommt? Also vor dieser Reitschule? Laut denen
wurde er irgendwo rausgerettet von der russischen Grenze oder so. Ach so, und wäre wohl auch gar nicht gut behandelt worden. Ne? Ja. Denke ich auch, dass es stimmen könnte. Ja. Weil er mag Menschen eigentlich nicht so. Was hast du so abchecken lassen? Also Tierarzt habe ich schon gehört, hat drauf, Chiropraktiker, Osteopath hat drauf geguckt. Hat er immer das Gleiche gefunden oder sind es wechselnde Blockaden gewesen oder in welcher Form überhaupt? Schon ein bisschen wechseln, aber meistens war es irgendwas beim ISG oder am Widerriss. Aber letztens eine Untersuchung gemacht, weil er halt immer so aufgebläht ist und hat auch nochmal die Blutwerte, also ein großes Blutbild gemacht und ja, waren da auch gefunden, alles super. Nichts? Nee, habe ich auch mitgebracht, habe ich ausgedruckt. Klasse, wunderbar. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, möchtest du ganz gerne, dass ich ihn durchchecke, gucke, was kann man machen, wie kriegt man ihn wieder besser beweglich. Oder auch überhaupt. Oder überhaupt. Ja, genau. Das werden wir gucken. Und dann, glaube ich, wäre es ja auch sinnvoll, wenn ich dir ein Trainingsprogramm an die Hand gebe, was du selber machen kannst. Ja, dann werde ich mal schauen. Müssen wir uns auf irgendwas einrichten, irgendwelche Sachen, wo er ganz doof drauf reagiert, was gefährlich werden könnte oder sowas, dass man das also er wird gerade wirklich panisch, wenn man versucht, ihm unterm Bauch so ein bisschen zu kitzeln, um ihn aufzurichten. Okay. Das möchte er gar nicht. Panisch heißt denn, dass er haut und beißt oder dass er losstürmt? Nee, eher rückwärts versucht wegzuhauen. Okay. Also wenn es gesundheitlich möglich ist, dass er normal oder halbwegs normal reitbar ist, wäre es schön, wenn er lernen würde, dass eine Vorwärtsbewegung auch was Gutes ist. Also er schlurft. Okay. Also ich glaube, dass da wirklich irgendwie von der Blockade ganz viel jetzt gerade schief ist. Ja. Und stolpern tut er aber vorne, ne? Ja, stolpern ja. Und zwischendurch ist das so, als würde er was überspringen nochmal. Also das Gangbild, also hinten finde ich gar nicht so extrem auffällig. Wenn ich mir jetzt die Vorderbeine angucke, von vorne, dann sieht das für mich so aus wie so eine Hochschwangere, die ihren Bauch so vor sich her trägt. Also der Bauch, der hängt dann halt vorne an seiner Brust quasi. Diese Gangart soll bei männlichen Exemplaren im humanen Bereich auch schon gesehen worden sein. Muss also auch beim Pferd nicht unbedingt was mit einer Trächtigkeit zu tun haben. Hast du das Gefühl, ruhig weitergehen, dass das, wenn du ihn bewegst, im Laufe der Trainingseinheit besser wird oder wird es schlechter? Im Moment gleichbleibend. Also vorher war es wirklich so, dass es besser wurde, auch wegen der Verknöcherung vorne alleine. Da hat er immer ein bisschen gebraucht, wenn es kälter war vor allen Dingen. Aber also das jetzt ist neu, das kenne ich so gar nicht. Komm, Derab, komm, trab mal einmal an. Los! Aufwachen! Und Scheret. Das ist... Ich traue mich da gar nicht, ihn groß vorwärts zu schicken. Ja, so macht man ruhig, weil dann kann ich sehen, ob es besser wird nach 4, 5, 6 Runden oder ob es schlechter wird. Genau, schön weiter traben lassen. Los. So, deine Vorstellung, dass du mit ihm durch den Wald reitest zum Beispiel, das sind ja dann wahrscheinlich nicht irgendwelche 5-Stunden-Ritte oder 3 Stunden Jagdgalopp oder so, sondern wie stellst du dir das vor, dein Freizeitreiten? Also ich möchte schon ein bisschen dressurmäßig was machen, einfach, dass wir vernünftig miteinander klarkommen. Und ausreiten funktioniert eigentlich. Also da komm, derab, vorwärts, los. Okay. Ja, es ist ganz interessant, weil ich finde die Hinterhand ursächlich gar nicht so herausstechend. Also die Vorderbeine, die sind eher so, wo ich sage, Mensch,
Gerade vorne rechts ist immer sehr stark nach innen rotiert, setzt er auf. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er wirklich auf der einen Hand viel einfacher geht als auf der anderen Hand. Ganz, ganz brav, finde ich richtig toll, ganz gelassen, gar nicht guckig. Ja, und was für mich einfach so ist, wenn die Vorderbeine nicht schnell genug abfußen, dann gibt es natürlich Probleme in der Hinterhand. Und das ist, glaube ich, etwas, da muss ich mal gucken, warum die Vorderbeine so steif sind, weil es sieht wirklich so aus, als wenn er vorne an der Brust so einen dicken, schwangeren Bauch vor sich her schiebt und die Beine so ein bisschen breitbeinig vorne einfach laufen müssen. Und da muss ich mal gucken, wie das ist. Ich glaube, er ist auch mal vor der Kutsche gegangen, sagten die. Das kann ich mir auch gut vorstellen, bei ihm ist die Vorhand ist also schon auch ganz eingefahren. Okay. Mhm. Und so mein erster Eindruck ist, glaube ich, momentan so, dass ich nicht sage, dass die Hinterhand das schwerwiegende Problem ist, sondern ich glaube eher, dass er in Probleme mit der Hinterhand kommt, weil die Vorderbeine nicht schnell genug sind oder ja, nicht mobil genug sind. Ne? Das ist erstmal so mein grober Plan. Das kann morgen alles ganz anders aussehen nach dem Check. Aber so sieht es erstmal aus. Ich finde, es ist ein ganz, ganz angenehmes, sympathisches Pferd, ganz ruhig und gelassen. Guckt nicht beim Holzpferd, guckt nicht bei dem Zelt, guckt nicht bei den Pferden, gräbt jetzt Löcher. ja, ganz, ganz toll. Also was ich immer ganz gerne mache, gerade wenn halt sowas da ist, es trifft ja nicht bei allen zu, aber gerade wenn es darum geht, Mensch, sind vielleicht Schmerzen im Spiel, warum er so nicht laufen kann. Man kann nicht alles betäuben. Hat er jetzt wirklich Verknöcherung und das Gelenk hat diese Bewegung nicht, wird auch ein Schmerzmittel nichts verändern. Ja. Hat er aber durch Verspannung oder durch Schleimbeutel entzündete oder sowas Schmerzen, dann könnte man das ein bisschen runterfahren und dann würde man das im Gangbild sehen, im positiven Sinne. So, und was ich ganz gerne mache, ist, dass ich ihn einen Tag in der Bewegung ohne Schmerzmittel arbeite und den nächsten Tag, wenn du damit einverstanden bist, würde ich einmal ein Schmerzmittel geben übers Futter und gucken, ob sich was verändert. Ja. Wenn es am Ende so ist, dass wir nur noch spazieren gehen können, dann machen wir auch das. Ja, nun habe ich nicht zwei linke Hände, sondern zwei rechte Hände. Mist, muss ich gleich nochmal umändern. Ja, ich hole mir jetzt Baloo, habe gerade festgestellt, dass ich nicht zwei linke Hände habe, sondern zwei rechte Handschuhe. Und was jetzt gerade wirklich ein Problem ist, ist eine immense Lautstärke gewesen. Jetzt entfernen sie sich langsam. Hier spielen irgendwie so ein paar Düsenjäger Kampfübungen oder Flugübungen oder was auch immer die hier machen. Auf jeden Fall ist das bärenlaut eben gewesen. Und ich hole mir jetzt Baloo, habe ihn gestern schon so grob durchgecheckt, habe auch schon so ein paar Anhaltspunkte mit der Vorhand. Er ist sehr skeptisch bei allem, was von hinten kommt. Heute Morgen habe ich schon gesehen, dass er Umfang verloren hat. Das heißt also auch, er ist aufgedunsen, aber das ist der Besitzerin bekannt. Er hatte auch schon Gaskolik und ich habe hier gestern wirklich so ein ganz viel beobachtet, weil er in den ersten 3-4 Stunden nicht ein einziges Mal geäppelt hat, obwohl er die ganze Zeit Heu gefressen hat. Und gestern Abend kam dann so ein bisschen die Erleichterung, dass er dann wirklich angefangen hat. Und heute Morgen nach Hafergabe und gestern nach Hafergabe, heute Morgen war das ganze Paddock voll. Ich habe sogar noch was richtig Tolles an meinen zwei rechten Handschuhen entdeckt. Der eine hat sogar eine Touchscreen-Funktion. Das ist ja irre. Die telgische Bezeichnung für Löcher im Leder. Genau. Ach ja, komm mal her. Na, siehst du wohl, guck mal. Ja, ganz fein. So viele schöne Äppelhaufen hast du gemacht, ne? Ja, passiert nichts Schlimmes, ne? Musst du dir keine Sorge machen.
Oh, ich hoffe, ich habe das richtige Halfter für dich hier. Ja, guck mal. Kopf in Halfter heißt Leckerli ins Maul. Ja. So, ganz interessant ist es jetzt für mich, wie er läuft. Ja, komm. So, ist er fein. Guck mal. Und halt. Guck mal hin. Ja, guck mal. Muss man gar keine Angst haben. Na komm. Komm her. Klasse. So, ich bürste einfach überall einmal drüber. Dann habe ich schon so ein bisschen Aufschluss. Ah, geht natürlich der grobe Dreck ab. Ich sehe dann wahrscheinlich wieder völlig schmutzig aus, weil ich habe mal wieder unpassend weiß an. Und auch da will ich mal schauen. Aber gerade hier an der Seite, auf dieser Seite hier, ist schon ordentlich im Umfang weggegangen. Aha, was ist das denn? Okay. Hier ist richtig so überschüssige Haut. Aber hier ist richtig Masse drin. Das kann natürlich viel sein. Das kann ein abgekapselter Insektenstich gewesen sein, wo jetzt einfach wildes Fleisch, überschüssige Haut drin ist. Es kann aber hier, wenn man wirklich den Deltamuskel hier verfolgt, hier läuft das schön V-förmig runter. Von dieser Seite hier fehlt ein ganzes Stück. Wenn ich hier in die Flankengegend komme zum Beispiel, dann zieht er richtig alles ein und atmet gar nicht mehr aus und hat dann hier jetzt eine ganz schnelle Atmung letztendlich. Ja, guck mal hier. Gut machst du das. Toll. Aha, ist also die Gurtflächengegend. So, und was ich ganz toll finde, ist, die sind ja neu hier. Also auch Baloo ist ja gestern erst angereist, kennt mich nicht, außer vom Haferfüttern, vom Leckerli geben. So ist fein, wie ist von der Seite. Und trotzdem stellt er sich hier hin, ich muss ihn nicht anbinden. Fein. Schön, also er scheint zu merken, dass das jetzt hier gar nicht schlimm ist. Das finde ich gut, denn erahne ich, wo der Sattel liegt. Zwei Sättel sind mitgebracht worden, also zum einen, wenn ich wirklich hier rüber fasse, falle ich einmal hier außen ins Loch. Ich kann einfach mal einen Stift holen. Ja, ist nichts Schlimmes. Bitteschön. So, du musst wieder fein malen lassen, ne? Ja, ist nichts. Keine Spritze, nichts. Ist alles gut. Oh, jetzt verspannst du dich schon. So, was ganz doll auffällt. Brrr, alles gut. Sind wirklich hier dicke Aufschwemmungen. Die sind hier richtig, richtig dick. Dann haben wir hier in diesem Bereich wirklich ein Loch. Ich palpiere das mal ab. Hier ist wirklich ein Loch, wo man flopp reinfällt und dann kommt wieder aufgeschwemmtes Gewebe. Und ich würde sagen, einer von den Beinsätteln, welcher das ist, weiß ich nicht, endet hier. Und ein zweiter Sattel, würde ich sagen, endet hier. Und er hat jetzt einen 18-Zoll-Sattel angepasst gekriegt, drei Tage bevor er hierher gekommen ist. Und ein 18-Zoll-Sattel auf so einem kurzen Pferd. Also ich bin mega gespannt, was das für ein Modell ist, was hier drauf passt mit 18 Zoll. Also das wäre, glaube ich, echt ein Wunder. Fände ich richtig gut. Ich kann es mir aber jetzt momentan gar nicht vorstellen. Mensch, was bist du für ein Feiner. So, hier ist auch irgendwas drin. Das ist auch ganz weich hier.
Ein ganz bisschen stillhalten, ne? Ja. Komm mal her, lass mich mal fühlen. So ist schön. Ach, was bist du für ein Feiner. Ja, guck mal. Da oben tut weh. Lass mich mal beide im Vergleich fühlen und dann kriegst du was Feines, okay? Einmal beides im Vergleich. Ja, das magst du nicht, ne? Ja, ich will nur dein Zahnfleisch angucken, ob da irgendwelche Bläschen sind. Genau. Ob du vielleicht spitze Zähne hast. Hier in den vorderen Zahnbereich ist eine kleine Welle drin. Dass irgendwo die Zähne... Oh. Okay. Das ist scharf. Ich mag dann nicht die Zunge rausholen und meinen Arm da reinstrecken. Also das überlasse ich dann lieber den geübten Personen, was das angeht. Aber wenn ich vorne schon einen Befund machen kann, dann ist halt einfach die Notwendigkeit, das wirklich glatt zu machen. Und derjenige, der das macht, hoffe ich, macht es dann natürlich auch bis nach ganz oben. Toll, 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 toll. Ja, so was Schönes, ne? Beim Check auf Hof Eicheneck werden die Pferde selbstverständlich auch gleich behandelt, soweit Ariane der Meinung ist, dass das zu dem jeweiligen Zeitpunkt sinnvoll ist. Hat sie besondere Vermutungen, die den Einsatz von Medikamenten oder weitere Untersuchungen nötig machen, arbeitet sie eng mit verschiedenen Tierärzten, Pferdezahnärzten und Hufschmieden zusammen. Da die Pferde in der Regel nur ein paar Tage auf Hof Eicheneck verweilen, werden entsprechende Untersuchungen nachfolgend von den Pferdebesitzern selbst zu Hause veranlasst. Entsprechende Online-Beratungen, wie es Ariane auch schon lange Jahre erfolgreich praktiziert, werden demnächst auch mit tierärztlicher Begleitung über Hof Eicheneck möglich sein. Wir werden darüber informieren, sobald es soweit ist. Halt. Ja, das ist ein alter Sattel, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist ein Sattel, den ich nicht wählen würde, egal ob er gut liegt oder nicht, weil er halt wirklich gar keine Wirbelsäulenfreiheit bietet. So, und dann sieht man auch schon, wo eventuell diese Ansammlungen herkommen, hier vorne. Oh, ganz vorne haben wir eine große Brücke. Wenn die Brücke zu Ende ist, da bin ich jetzt, das ist ungefähr hier. Da ist die Brücke zu Ende, ist aber noch nicht der tiefste Punkt. Die Sitzbeinhöcker sieht man auf dem Sattel, haben ungefähr hier gesessen. Das heißt, hier kommt die meiste Belastung drauf. So, und ab jetzt sieht man, komme ich nicht mehr drunter weg. Er drückt den Rücken runter. Und was ganz schön zu sehen ist, ist eigentlich, dass der Sattel da liegt, wo ich es angezeichnet habe. Er ist schön da zu Ende. Ja, den Sattel, den wir eben draufgelegt haben, der wurde halt ausgetauscht gegen das neue Modell. Der soll laut Sattler oder derjenige, der ihn angepasst hat, deutlich, deutlich kürzer sein. Und es war auch die Aussage da, dass der sich noch dem Rücken anpasst. Habe ich noch nie erlebt. Ich habe eher erlebt, dass sich der Pferderücken dem Sattel anpasst, aber nicht andersrum. Oh, und laut Aussage der Besitzerin hat sie so das Gefühl, dass der auch nicht gut sitzt. Wenn man jetzt wirklich von hier vorne guckt, also man muss wirklich von hier nicht ganz so, sondern so ein bisschen schräg reinfilmen, dann sieht man, dass hier überhaupt gar keine Auflagefläche ist. Oh, was ist das denn? Da komme ich überhaupt gar nicht runter. Ab hier. Ich kriege meine Hand da nicht runter. Gar nicht. Null. Ich komme hier gar nicht runter. Und hier ziehe ich den Sattel. Und man sieht es an meinen Hautfalten. Meine Finger wären weiß.
weil ich da gar nicht durchkomme. Und das soll jetzt der angepasste Sattel sein, der sich noch dem Rücken anpasst. Ich finde das richtig, richtig toll, dass die Besitzerin selber das Gefühl hatte schon, dass das nicht der optimale Sattel ist. Und ich kann aber auch verstehen, wenn jemand kommt mit Sätteln und sagt, der passt, der macht dies noch, der macht das noch. Man kann doch sich nicht alles selber aneignen. Wenn ich mich selber mit Sätteln auskennen würde, wenn ich selber die Anatomie vom Pferd kenne, selber die Biomechanik kenne, dann bräuchte ich auch keinen Sattler. Und wenn ich selber alles könnte, bräuchte ich auch keine Osteopathin, keine Physiotherapeutin, keinen Tierarzt, keinen Futterexperte. Dann könnte ich alles selber machen. Und was ich hier so mitkriege, ist, dass das genau der Punkt ist. Man muss alles selber können, weil man kann sich auf gar nichts mehr verlassen. Wer sagt, dass dieser Sattel passt, ich bin nie so krass, der hat seinen Beruf verfehlt. Aua, ich hab definitiv in der Hand zu wenig. Ist das fies, ich mag Banane gar nicht so gerne, aber ich habe keine Hand mehr frei und Balu mag die Banane sehr gerne. Boah, was tut man nicht alles für die Pferde? Ja, für mich wird es heute ganz interessant, weil der Balu hat jetzt Schmerzmittel gekriegt und ich möchte gerne gucken, ob sich irgendetwas verändert am Wendeschmerz, an dem Anfassschmerz, am Hals zum Beispiel, wo er immer sehr wegweicht, Kiefergelenke, all sowas, aber ganz speziell natürlich auch der Trab. Ich habe jetzt nicht vor, ihn hier lange laufen zu lassen, aber ich möchte ganz gerne gucken, verändert sich was am Gangbild, lahmt er immer noch so stark? Oder ändert sich vielleicht was? Kann ich dich holen? Du magst ja immer gerne mit dem Wiki losgehen, ne? Ja, komm mal her. Komm her, wir machen eben erst Halfter drauf. Moment. Ach, da kann man sogar das Halfter ins Maul schälen. Den Kopf da. Ja, den kannst du nehmen. Sehr lecker, oder? Komm her, das ist ein bisschen tief für dich, ne? Ja, Wiki findet, hellblau steht ihm richtig gut. Deswegen musste ich jetzt dieses Halfter hier benutzen. So, was ich jetzt allerdings sehe, ist, es kommt ein bisschen Rückenbewegung an. Das heißt also wirklich, die Gruppe, zumindest von hier drinnen sichtbar, dass die wirklich ein bisschen hin und her geht. Sogar das mittlere Stück, da wo der Sattel ist, ist sogar in Bewegung. Da sieht man richtig, wie Teile am Ende der Brustwirbelsäule wirklich ein bisschen mitrotieren. Ich vermute aber mal, dass wir im Trab immer noch eine Lahmheit haben. Aber für den Schritt ist das natürlich toll. Wenn es denn wirklich Schrittausritte sind, um ihn einfach im Gang zu halten und man den Trab und den Galopp wirklich dann halt, ja, einfach gelenkbedingt nicht mehr machen kann, ich glaube, dann ist das für die Besitzerin auch in Ordnung. Vicky ist ja mit ihm Crosstrail gelaufen und da sagt sie, da ist sie 2-3 Mal die kleinen Berge hoch und runter gegangen. Und danach war der dann richtig, richtig wach und motiviert und wollte immer mehr machen. So, ich lasse ihn ruhig mal ein paar Runden traben. Es wurde ja gestern auch richtig krass nach ein paar Runden. Jawohl. Und Schritt. So, man darf natürlich nicht vergessen, man darf jetzt nicht erwarten, dass er jetzt einen lupenreinen Trabtakt hat oder seine Beine schwingt und die Hufe vorne richtig aufsetzt. Das ist natürlich von der Mechanik her gar nicht mehr möglich. Also was ich gesehen habe, ist, dass er sich besser bewegen kann, trotzdem ja aber noch nicht rein läuft. Wobei das halt einfach Dinge sind, wo ich mir sage, das geht auch nicht. Die Frage ist ja nur, ob man vielleicht noch einmal in der Klinik wirklich das Bein abspritzen lässt, dass man guckt, kommt es wirklich unten von den Hufknorpeln, die verknöchert sind, oder ist es vielleicht doch weiter oben?
Ja, es ist gerade wieder so mega laut, dass man wirklich nichts versteht. Ich warte einfach, bis der Flieger weg ist und dann versuche ich es nochmal. Was ist los? Du, Schlumpf. Ja, ich nutze schnell die Zeit, dass der Flieger weg ist. Der kommt bestimmt gleich wieder. Womöglich hat der Pilot eine Frau zu Hause, die auch ein Pferd hat. Und nun möchte er mal ganz genau schauen, was da bei Hof Eicheneck so gemacht wird. Dann hat er auch mal was Interessantes zu erzählen, wenn er wieder bei seiner Frau landen möchte. Also ich sehe schon, dass ein Schmerzmittel eine positive Wirkung hat in manchen Gebieten bei dem Balu. Aber sie verzaubern das Gangbild jetzt natürlich nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, durchs Wasser gehen, dass er einmal sein Gewicht so ein bisschen runterkriegt von der Hufe, wäre, glaube ich, auch ganz, ganz toll. Weil ich vermute mal, dass wirklich Schmerzen ganztägig da sind. Also auch wenn er auf dem Paddock steht, wenn er über die Koppel läuft, ist das halt einfach ja, ein Begleiter, ein Wegbegleiter. Und ich kann mir vorstellen, dass jeder Mensch, der zum Beispiel sowas hat, wäre dankbar dafür, wenn er eine ganz, ganz kleine Hilfe dabei hat. Ja, sein Blutbild ist fast unauffällig. Laut Tierarzt ganz unauffällig. Ich konnte nur sehen, dass halt Magnesium im Überschuss ist, Kalium im Überschuss. Der Glukosewert, der ist im oberen Bereich. Das ist aber auch relativ häufig und zählt normalerweise zu normal. Wo ich dann zuerst gedacht habe, Mensch, vielleicht EMS, gerade weil er ja auch hier so diese Pölsterchen hat. Der Begriff fiel, er war übergewichtig, aber aufgrund des Blutbildes schließe ich das zum einen aus. Ich vermute wirklich, dass das Wassereinlagerungen sind. Es sind keine Fettpölsterchen, weil durch manuelle Lymphdrainage kann man diese Pölsterchen, diese Wassereinlagerungen wegmachen. Durch Bewegung gehen sie auch weg. Ja, die Aufgasungen, er hatte auch schon Gaskolik. Wie ich gehört habe, führe ich auch so ein bisschen vielleicht darauf zurück, dass er einen Zahnbefund hat. Es heißt, es kommt ja Nahrung weniger zerkleinert oder aufgespalten im Magen-Darm-Trakt an, muss ordentlich da aufgespalten werden. Und dieses sorgt auch schon für Gärungen, für erschwerte Verdauung, was schon wieder zu den Koliken führen kann, schon wieder zu Aufgasungen führen kann. Und er äppelt sehr, sehr viel. Er kriegt jetzt aber auch gerade 2 Kilo Hafer am Tag hier bei uns. 2 Kilo, weil er ja relativ klein ist und nicht so viel tut. So, das Umdrehen war gestern ganz schwierig, ganz steif. Und das ist viel, viel besser. Auch in die Seite. Ich muss es ja nicht ganz eng machen. Sieht man, dass er sich biegt, schon ein bisschen. Man sieht, dass hier kleine Falten kommen. Hopp, hopp, hopp. Komm. Super. Ja, mein Fazit, Wendeschmerz besser. Es kommt auch mehr Seitwärtsbiegung in ihn rein mit Schmerzmittel. Insgesamt steht er jetzt auch nicht mit eingezogenen Hintern da. Er steht jetzt auch nicht auf 7:30 hier, sondern ist entspannt. Gangbild hat sich minimal verändert, aber nicht so, dass ich sagen würde, ich würde ihn jetzt Trab und Galopp reiten. Ist ein ganz, ganz lieber, umgänglicher, schmusiger, unkomplizierter Wallach, glaube ich. Also er hat hier wirklich überhaupt gar keine Probleme gemacht. Den ersten Tag war es selbst da gar nicht irgendwie schreckhaft oder sowas, gar nichts. Wie war das denn für dich, die Zeit jetzt ohne ihn? Komisch. Komisch, ne? Ja.
Ja, ich glaube, ich muss ihn von der Theorie her in zwei Sachen aufteilen. Einmal in die Basis und einmal in sein Gangwerk. Weil ich glaube nicht, dass das eine was mit dem anderen zu tun hat. Hat er wirklich einen Zahnbefund? Man merkt sofort auf den ersten Backenzähnen wirklich ganz scharfe Kanten. Oho. Das Kiefergelenk ist beidseitig sehr druckempfindlich. Und wer mal so Kieferschmerzen oder wer diese Zahnschienen, diese Beißschienen hat, der weiß, wie doll das wehtut, wenn da immer dieser Druck drauf ist. Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass es eigentlich ganz gut geht, weil er, also auch die Äpfel sehen immer, ja, es sind nie Stücke drin oder irgendwas, was nicht. Habe ich auch gesehen. Was ich jetzt gestern zum Beispiel gesehen habe, das weiß ich nicht, das kannst du wahrscheinlich eher beantworten. Ich habe gesehen, dass er zum Beispiel, auch wenn ich mit ihm am Raunpen war, dass er ganz viel mit der Nase im Sand wühlt. Da hatten wir auch schon Flohsamenschalenkuren gemacht und so, dass das ein bisschen abtransportiert wird. Und also ist das durchaus wahrscheinlich. Könnte sein, ja. Ja, weil das ist halt einfach, wenn der Sand einfach im Magen-Darm-Trakt liegt hinten, der ist ja schwer, würde auch wieder seine Druckempfindlichkeit halt einfach hinten im Bauch machen, dass das halt einfach auch wehtut. Er hat jetzt hier 2 Kilo gekriegt. Ja, morgens ein Kilo, abends ein Kilo. Weiß nicht, was er bei euch kriegt. Ungefähr 1 Kilo pro Tag hat er jetzt gekriegt. Was ich aber ganz viel hatte, sind ganz viele Wassereinlagerungen. Ja, überall sind so kleine Kreise an ihm dran, also auf der Seite mehr. Und die vorne an der Schulter, hinter dem Schulterblatt, die Wassereinlagerungen, die waren wirklich extrem groß. Ich würde fast sagen, wir haben ihn jetzt vorhin ganz viel, wir waren mit ihm im Wasser und haben den ganzen Bauch jetzt mit Wasserstrahl und alles gemacht. Ich würde auch sagen, dass der Bauch unten mit Wasser gefüllt ist. So, und ich hatte zuerst EMS im Kopf. Ne, das sind ja diese, was du schon gesagt hast, so, ach Mensch, so Hügelchen, vielleicht Fettpölsterchen und sowas. Das würde ich aber anhand von dem Blutbild eigentlich eher ausschließen. Es ist häufig von der Ursache her ein Manganmangel, weil der holt den Zinkwert auch runter. So, und das ist etwas, da hat er hier jetzt angefangen, etwas zu bekommen. Und du hattest ja gesagt, er ist eigentlich eine Rappe. Und im Sommer wären die meisten ja so ein bisschen dunkler. Aber man sieht schon, dass Mangan die Farbe hier überall leicht wiederholt. Ich finde das total toll, weil dein Gefühl war komplett richtig. Ganz, ganz richtig mit dem neuen Sattel. Ich würde dir jetzt beide Sättel auch zeigen. Du wirst es selber mitkriegen. Ich muss aber, bevor wir den Sattel ansprechen, wollte ich einmal fragen, ob er diese Stollbeulen am Ellbogengelenk auf beiden Seiten, hatte er die schon, als du ihn übernommen hast? Auf der anderen Seite ist es deutlicher. Ja. Das hat er schon, als du ihn übernommen hast. Hast du dazu irgendeine Information gekriegt? Ja. Nein. Weil das war ja auch eine Frage, inwieweit kannst du ihn belasten? Könnt ihr ihn belasten? Und inwieweit nicht? Er hat jetzt Schmerzmittel drin. Seit heute Morgen, und er ist deutlich lebhafter, auf dem Paddock auch. Er hat fast im Vergleich zu gestern gar keinen Wendeschmerz mehr, also wenn man ihn so rumholt. Und was er zum Beispiel gestern ohne Schmerzmittel war, es nicht möglich, seinen Rücken aufzuwölben, wenn man hinten wirklich rangeht. Das war nichts zu machen. Heute geht es mit Schmerzmittel. Das heißt also, er hat wirklich ganz starke Schmerzen, auch wenn man gar nichts mit ihm macht. Einmal die Beine abspritzen lassen, wenn es mein Pferd wäre. Abspritzen heißt gucken, wie hoch, in welches, bis zu welchem Gelenk, was muss man lahmlegen, bis die Lahmheit weg ist. Das wäre zum Beispiel etwas, das würde ich jetzt wahrscheinlich machen, um zu schauen,
kann ich ihn noch wieder im Gelände Schritt, Trab, Galopp reiten, weil ich hätte wirklich Angst, dass er mal stolpert und ihr über Kopf geht. Aber wieso ging das dann vorher mit dem Aufrichten immer? Also es ist jetzt ja erst die letzte Zeit, dass er da wirklich so Schmerzen hatte und wir das halt nicht hingekriegt haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du dir selber vorstellst, dass du zum Beispiel so gehst wie er vorne, hast du es selber mal gesehen, sonst kann Vicky den auch gleich mal vortraben. Dass du das siehst. Also es ist wirklich, er springt ja ganz schnell von einem Bein aufs andere. Ganz feste Schläge. Das heißt also, er muss oben sich relativ festhalten, damit diese Stöße nicht durch den ganzen Körper gehen. Dann ist es auch noch so, dass beide Sättel, ich weiß nicht, wie lange er mit dem Kiefer geritten wurde, kann ich nicht sagen. Da ist eine ganz lange Brücke drin, wirklich vom Widerriss bis zum Schwerpunkt. Ich würde aber sagen, der neue Sattel ist noch schlimmer. Ja? Ja. Wenn man wirklich Schmerzen hat die ganze Zeit, dann übersäuert auch die ganze Muskulatur und man wird ein nervliches Wrack. Und was ich halt auch hatte, das weiß ich nicht, ob du das auch hattest, dich kennt er ja, ist auch eine Art Anfassschmerz an manchen Stellen. Dass er dann so, wenn man dann dran ist, ist gut, aber erstmal eher, nee. Das ist jetzt mit Schmerzmittel auch nicht mehr. Jetzt kann man überall anfassen, außer hinten am Bauch. Ich glaube, man muss sich gar keine Sorgen machen, wenn man nur zweimal die Woche dahin kommt und was mit ihm macht. Und die andere Zeit verbringt das schön auf der Wiese und frisst oder macht und tut. Weil ich glaube, umso weniger man sein Bein antut, umso besser ist es. Okay, das wusste ich nicht, dass der angepasst ist. Also, oder ich habe es nicht vernommen. Vom Grundsatz her finde ich den von der Kammer und hier mit der Druckverteilung hier vorne tausendmal besser als den anderen. Einmal selber versuchen zu fühlen. Wenn der angegurtet ist, dann hat er sich jetzt die letzte Zeit auch immer richtig so vorne reingezogen und dann hat man wirklich hier hinten quasi gesessen. Das war... ist jetzt auch noch viel Druck drauf. Ne? Es ist ganz schwierig, merkt man auch schon, findet er doof. Die Brücke fühlt man jetzt gar nicht mehr so doll wie am ersten Tag. Ich habe ihn jetzt ja aber auch schon ganz oft hochgeholt. Ne? Hast du gefühlt vorne oder war nicht zu fühlen? Also generell ist hier alles ganz... ganz leicht und dann wird es hier hinten noch einmal so richtig, richtig schwer. Ja. Magst auf der Seite auch noch mal gucken, wo der Hauptbelastungspunkt, also wo du nicht mehr, wo du ganz schwer durchkommst mit deinen Fingern. Wichtig ist, dass du den Sattel nicht anhebst. Das heißt, ich gehe wirklich immer nur mit meinen Fingerspitzen, genau, weil sonst fühlst du keine Brücke. Ne? An manchen Stellen kommt, ja, da merkst du schon, ne? Ja, die Verkaufsargumente dabei sind ja auch immer, der Reiter sitzt bequem. Da wird ja meistens gar nicht drauf eingegangen, wie es fürs Pferd ist. Also höchstens ist sehr kurz oder so, steht vielleicht mal dabei für kurze Pferde. Aber jetzt muss ich mal fragen, also du hast ja wirklich auch jetzt Fachleute, glaube ich, ja gehabt. Du hast Osteopathen an ihm gehabt, Tierarzt, glaube ich, Trainer, die dir Reitunterricht geben, hat denn überhaupt gar keiner von denen gesagt, dass dein Pferd lahmt? Nein. Ja. Der hat halt eine Zusatzausbildung irgendwie für die osteopathische Sattelanpassung, der verkauft aber selber gar keinen. Ja, also der vermittelt quasi. Nee, auch nicht. Der macht das nur für die, die er sowieso behandelt. Da gucken die auch die Sättel mit an. Okay. Der hat bisher immer nur gesagt, dass er da irgendwie Probleme mit dem ISG hat oder mit dem Widerriss und der gut von der Verknöcherung. Hat er zu seinem Gangbild gesagt? Dass er halt nicht klar läuft. Ne? Also hat schon ein paar Tipps gegeben, was wir so machen sollen. Aber also, dass es jetzt so extrem ist oder so, eigentlich nicht. Auch die Reitlehrerin sagte,
hatte sich das einmal angeguckt noch, hat auch noch mal gesagt, ich soll absteigen, hat ihn noch mal eine Longe genommen und einmal probiert, ihn ein bisschen mehr vorwärts zu kriegen, was sich dann ändert. Und sie sagte, nee, der ist, der wird wahrscheinlich, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie gesagt hat, ob er da zu lange einfach in diesem Muster schon drin ist. Und es ist ganz, ganz schwierig, weil man kann lesen, so viel wie man will. Viele sagen, Verknöcherungen selber machen keine Schmerzen, aber halt die Sehnen und Beugesehne, Strecksehne, das sind halt die Dinger. So, aber ich kann mich auch daran erinnern, früher Hufrollenentzündungen, da konnte man dann auch was gegen machen. So, und du lässt ja auch gar nichts unversucht. Er hat einen super teuren Beschlag drauf, der ordentlich aussieht. Ich habe richtig gemerkt, auch bei ihm, dass er, wir haben ihn auch an die Doppellonge genommen, dass der super toll damit gelaufen ist. Das würde ich alles weitermachen. Ich würde nur, solange das nicht abgeklärt ist, würde ich wahrscheinlich keinen Trab oder Galopp machen. Also nicht, weil er da stürzen könnte, sondern weil ich glaube, dass ihr damit eine riesen Kettenreaktion auslöst. Was denn am Ende nicht so gut ist für ihn. Ja, da haben wir die letzte Zeit eh drauf verzichtet. Also, ja? Ja. Das ist, ich kann mir das nicht mit angucken. Das ist halt das Problem, dass ich nie so genau weiß, was ist es jetzt. Ich merke nur, er stolpert vor sich hin. Es wird nicht besser und dann lasse ich ihn lieber Schritt gehen. Gut, aber es kann auch nicht besser werden. Ne? Man kann jetzt gucken, ob es irgendwas gibt, den Prozess zu verlangsamen. Weil es ist ganz klar, wenn die so laufen und ein Gelenk funktioniert nicht richtig, dann ziehen natürlich die anderen Gelenke nach. Ne? Also selbst der Schritt bewegt sich vorne anders. Er ist nicht mehr so stark, sich nicht mehr so steif. Und das ist jetzt mit Schmerzmittel deutlich besser und immer noch ganz deutlich zu sehen. Das, was wirklich besser wird, ist, dass er frischer ist, dass er im Schritt nicht mehr so stark sich ist und dass er locker Fuß und dass er seinen Rücken bewegt. Das ist das, was das Schmerzmittel macht. Das Schmerzmittel kann aber nicht die Trabstöße abfangen. Ne? So, aber Fakt ist, er hatte auch oben in den Ellbogengelenken richtige Reizung, sonst hätte er diese Beulen nicht. Also da wird auch mal was gewesen sein. Ja. Zu welcher Zeit? Keine Ahnung. Aber da war definitiv was. Und ich denke auch so, also mein Konrad, der kann sich gar nicht mehr bewegen, aber ab und zu geht das auch mal mit ihm durch. Und dann denke ich nur, oh, aber danach steht er auch 5 Tage so da und sagt, gib mich Tablette. Nach dem Aufenthalt auf Hof Eicheneck bestätigte der Tierarzt Arianes Vermutung. Lahm auf beiden Vorderbeinen. Ihm wurde reines Schrittgehen und Schmerzmittel verordnet. Der Beschlag wurde abgenommen und die Zähne gemacht. Vor ein paar Wochen ist Balu nun auch in einen Offenstall umgezogen und hat sich freudig in die dortige Herde integriert. Statt hoher Dressur gibt es bei den beiden jetzt Immenhof-Feeling. Leichte Ausritte ins Gelände sind noch problemlos möglich. Ansonsten kann der eigentlich noch junge Wallach seine Frührente genießen und zeigt sich dankbar, dass er trotz seiner Diagnose immer noch so lieb gehabt wird.